Auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Kloppenburg war die Autobahn aufgrund eines leichteren Unfalls mit einem querstehenden Lastkraftwagen kurzzeitig für die Bergungsarbeiten voll gesperrt worden. Dadurch bildete sich ein Rückstau, an dessen Ende kurz hinter der Auffahrt Vechta zwei Lastwagen, ein Pritschen-LKW mit Anhänger und ein Silolastwagen zum Stehen kamen. Im Zuge dieser Vollsperrung kam es zu einer Staubildung. Am Ende des Staus hat gegen 21:20 Uhr ein französischer LKW-Fahrer den letzten stehenden Wagen offensichtlich übersehen und ist ungebremst auf den LKW vor ihm aufgefahren. Die Autobahn glich einem Trümmerfeld. Der auffahrende LKW-Fahrer aus Frankreich wurde in seinem völlig deformierten Fahrerhaus eingeklemmt. Er hatte keine Überlebenschance und verstarb noch im Wrack an seinen Verletzungen. Es gab Hinweise auf den Stau. Wir hatten Stauwarnanlage geschaltet. Es war eigentlich alles getan dafür, dass man den Stau halt nicht übersieht. Die Stauhinweise waren da. Der Beifahrer eines LKW, auf den der Tankwagen aufgefahren war, erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei nach ersten Schätzungen etwa 135.000 Euro.